Und weiter geht's in der Geschichte, in der wir uns befinden. Müssen wir nochmal zur Leiche zurück? Offenbar schon. Können wir rennen? Wir rennen mal zur Leiche zurück. Wir wollen mal ganz kurz ein bisschen an der Brust rumfummeln. So, ich will den Gedankenraum nicht aufsuchen. Ich war gerade da. Lass mich in Ruhe mit deinem Gedankenraum. Ich bin jetzt ganz fest in der Realität verankert. So. Hey, Sie sind zurück. Gut. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Ich weiß nicht warum, ich mag den irgendwie. So, ich dachte, der trägt einen Zettel in der Brust oder haben die ihn rausgeholt? Sollten wir hier nicht in seine Brust gucken wegen dem Zettel? Ah, okay, wir hängen erstmal wieder auf. Fußspuren, die unter dem Felsen hervorkommen. Aber das wird er nicht gewesen sein, oder? Naja, scheinbar doch. Okay. Und dann haben wir die Spur verloren. Die hört einfach auf. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Ja, weil du das mit dem See einfach nur vermutet hast. Du wusstest ja nicht, du weißt es ja nicht. Ist hier sonst noch was? Wow, das ist immer ein sehr langer Tisch hier. Wow. Ach, die Wand meine ich. Junge, Junge, ist hier sonst noch was? Wir haben noch... Nightingale verbirgt etwas in... sich. Okay. Hier gibt es mehr zu sehen, als ich dachte. Ich muss diese Leiche in der Stadt genau untersuchen. Ach, in der Stadt? Das Lesen der Worte, dieser Worte, fühlte sich an wie eine Botschaft. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Blub. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Ich glaube, wenn ich Inspektor wäre oder Detektiv oder FBI-Agent, ich glaube, ich hätte immer das Gefühl, was übersehen zu haben. Man sammelt zwar genug Indizien oder sonst irgendwas, aber ich glaube, ich hätte immer das Gefühl, irgendwas zu übersehen, ich glaube, ich hätte immer Angst, dass irgendwas mir noch entgangen ist oder so. Wenn ich dann irgendeinen Tatort abschließe oder so. Keine Ahnung. FOMO. Hier gibt es nichts mehr. Ich muss die Leiche zur Untersuchung in die Stadt bringen. Ja, gut. Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Das wussten wir doch schon. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Okay. Gibst du vielleicht auch mal einen Funkspruch durch? Sagst du mal irgendjemandem Bescheid? Okay. Gut. Bringen wir die Leiche zurück in die Stadt. Das habe ich doch gerade eben. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaffe das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dear Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Cool. Den nehme ich gerne. Schlüssel zur Abkürzung. Danke. Nimm das Auto. Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Wieso konnten wir die Abkürzung vorher nicht nehmen? Achso, Schlüssel zur Abkürzung. Wie kann ich ihn benutzen? Gegenstände. Wie kann ich... Achso. Mit dem Mauspfeil. Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald. Die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen Sie bestimmt nicht oft. Das mit dem Wandern finde ich gut. Wandern ist schön. Ohne Morde. Und wenn man nicht gerade nackt aus dem See rauswandert, dann ist auch nicht so schön. Ich weiß, ob er es schon mal gemacht hat, mich nicht, aber ich muss das auch nicht.
Also unfreiwillig nackt aus dem See rauswandern und aufgedunsen, aufgebläht sein. So, ich schau mal ganz kurz eben hier, was ist, oh, 5G-Mast, oh, oh. Natürlich sterben da Leute. Was ist das denn? Hier sind noch, warte mal. Ich bin einfach, eine Lunchbox. Ich bin einfach immer Ermittler. Wer lässt die hier rumliegen? Oh nein, das sind so Steine, die man aufeinander stapeln kann. Oh no. So, wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Das ist so lieb. So, zwei Fragmente. Die haben wir auch. Da geht's nämlich weiter nach oben, dann gehen wir wieder nach unten. Was war das denn? Ist sie 60? So. Oh, da stand Case Y drauf. Casey. Ich frage mich halt, ob er die Romanfigur ist. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Herz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Um einen Snufffilm zu drehen. Okay, warte. Keine Ahnung, wir machen das so wie FBI-Agenten. Einfach, um uns fit zu halten. Achso, ich habe zu oft auf F gedrückt. Ups. So. Gut, sehr schön hier. Und den Schlüssel zur Abkürzung. Ich finde es gut, dass wir den behalten und nicht einfach stecken lassen, wie in anderen Spielen. Okay, wir haben da eine Abkürzung, da eine Abkürzung und da eine Abkürzung. Ich würde erstmal die falsche... Nee, komm, wir nehmen die richtige. Wir nehmen die richtige. Sonst, ich kenne mich, ne? Ich pimmel wieder den ganzen Berg, in der ganzen Gegend rum und da ist noch nichts. Oder ich nehme wieder Sachen vorweg. Ich gehe ihm jetzt hinterher und wir machen das ganz ordentlich. So. Also gut. Fahr mir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Wir hätten auch direkt da runter gekonnt. So, hier war schon lange niemand mehr. Aber immerhin wird die recycelt. So. Ich nehme an, ich fahre. Ja, gut. Ab nach Bright Falls. Bitte mit Gitarrenmusik und... Ja! Wunderbar. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Ich bereue, dass wir nicht erkundet haben. Wir machen das aber noch. Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Hier sieht's einfach auch aus wie in einem Roman, ne? Also man könnte meinen... Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Wo ist denn dein Gesicht? Was mit deinem Gesicht? So, ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Hier fährt die Fähre. Touristen nehmen, machen Selfies, glaube ich. Ich glaube, der macht Selfies von sich. Warte, ich bombe mal kurz. Damit hätten wir geklärt, ob Haustiere beim diesjährigen Kuchenverkauf erlaubt sein sollten. Ich sehe mir kurz was an. Ich bin gleich wieder zurück. Okay. Ihr hört die Padmans Radiostunde, präsentiert von Davis Family Moose Jerky. Was für ein ereignisreicher Tag hier in Bright Falls. Inzwischen wissen wir alle, dass das FBI in der Stadt ist. Und ihr habt bestimmt die gleichen Fragen wie ich. Haben Sie den ganzen Regen mitgebracht? Das Hirschfest steht kurz vor der Tür und wir hoffen alle auf Sonnenschein. Deshalb habe ich unsere beste Meteorologin nach dem Wetter gefragt.
Sie hat mir nicht geantwortet. Aber ich spreche jetzt mit ihrem Onkel Tapio Swartery. Tapio, sind Sie da? Ja? Wunderbar, Tapio. Wie lautet die Wettervorhersage für heute? Regen. Sieht auf jeden Fall danach aus. Und der Wetterbericht für nächste Woche? Erneut Regen. Geht es vielleicht etwas genauer? Zum Hirschfest vielleicht ein paar Sonnenstrahlen? Nein. Naja, das Hirschfest steht bevor. Egal ob Regen oder Sonnenschein, das Line-Up sieht toll aus. Ja, diese Parade gefällt mir, weil es einen Schwanenfestwagen gibt mit langem Hals und so weiter. Ein riesiger Schwan. Ah, Sie mögen also Schwäne? Schwäne, nein. Schwäne. Okay, damit sind wir am Ende. Nach diesem Song von National Nightmare sind wir gleich wieder zurück. Ein Song? Warte. Also ganz ehrlich, für den Sender ist das super progressive Musik. Gut. Boah, die Mucke bei Remedy Games immer geil. Das hört sich wirklich an wie ein Outro-Song, ne? So ein Endscreen-Song. Hört sich wirklich so an. Wäre ein super Endscreen. Ich mach gleich weiter, warte. Das sind wieder Poets of the Fall. Ach, das sind wieder Poets of the Fall? Aber der hat doch gesagt National Nightmare. Poets of the Fall war bei Max Payne 2. Das müsste National Nightmare sein. Ich mach gleich weiter. Okay, das sind gerade nicht die, das sind gerade nicht die Poets, das ist National Nightmare gerade. Ja, die Band heißt wirklich National Nightmare. Stimmt, bei Control war, waren Poets of the Fall auch. Also die Mucke immer geil. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Welcome. Ich glaube, ich habe mir vielleicht ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Weißt du, was echt ein beschissener Job ist? Ich meine, mit so einem Kostüm über die Gamescom zu laufen, ist eine Sache. Mit einem Kostüm durch eine Stadt zu laufen, ist eine andere Sache. Aber in so einem Kostüm durch dieses verlassene Fleckchen Erde am Arsch der Welt, das ist bitter. Das tut mir echt leid. Wie viel Kaffee hast du denn heute getrunken, Charlie? Ich weiß von nichts. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug, so viel steht fest. Man kann nie genug Kaffee haben. Dieser reiche, bittersüße Nektar. Hol dir einen in Coffee World. Hol ihn dir, so schnell du kannst. Meine Güte, Charlie. Alter, es ist so heiß in diesen Anzügen. Bist du nicht? Charlene, fühlst du dich nicht auch so unwohl wie ich? Meinst du nicht, dass die Menge Koffein, die du heute getrunken hast, was damit zu tun hat? Keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ach, das ist die Hölle. Ich hasse diese Stadt. Ach, lass uns das Thema wechseln, bitte. Ich wollte gerade nur so einen unangenehmen Moment machen, wo du einfach nur rumtanzt und nichts sagt, aber dann sagen lustige Dinge. Warte, ich wollte so einen unangenehmen Moment machen, ganz kurz, warte.
auf zur Coffee World. Die Spannung nimmt kein Ende und der Kaffee fließt immer weiter. Jetzt 10% Rabatt auf alle Kaffeeartikel im Souvenirladen. Holt euch eure Thermoskanne für den Winter. Ich könnte eine Thermoskanne brauchen. Ich habe zu viel getrunken. Geht mir genauso, Bruder. Bruder. Hey, Bruder. Sag mal, ich komme da gar nicht hin. Ich würde gerne gucken, was der da hat, aber... Okay. So. Ja, aber wir wollten noch Kaffee trinken gehen, ne? Pine Funeral Home. Wo gehen wir denn jetzt einen Kaffee trinken? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich hin wollen. Harbor Street, Cold Street. Okay, er kommt nicht mit. Wir müssen also dahin. Schatzi, was machen wir jetzt? Oh Gott, das Hirschfest? Okay. Da drüben ist das, ist die Coffee World. Da wollen wir hin. Ich will mich selbst loben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein... Ich meine, unser Festwagen das Highlight des diesjährigen Hirschfests sein wird. Nur noch ein paar Tage. Ein wirklich hübscher Festwagen. Das ist mein erstes Hirschfest. Ich weiß also nicht, was mich dort erwartet. Bessere Unterhaltung gibt es. Bin gleich wieder zurück. Nicht. Okay. Das ist der schönste Tag des Jahres. Ach. Wie Weihnachten, nur noch besser. Naja, das will ich hoffen. Ich hasse Feiertage. Oh, okay. Hast du schon große Pläne für den Tag nach dem Fest? Bei uns ist es üblich, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und sein Körpergewicht in Pfannkuchen zu essen. Nach all den Feiern muss man sich erstmal erholen. Also habe ich wohl doch etwas vor. Ich mache mich direkt auf den Weg zum Odir, wenn ich aufwache. Oh, du wirst nicht allein sein. Sehr viel Hirschfestiges hier. Okay. Oh, dear. Süß. Lasst mich raten. FBI. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe Kaffee mitgebracht. Den besten in Washington. Oh, geil. Sie müssen... Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Wo ist mein Kaffee? Wo ist denn mein Kaffee? Hä? Er kriegt einen Kaffee, aber ich nicht, oder was? Was? Hä? Ich hab ihnen Kaffee mitgebracht. Gut. Ihre Deputies meinten, sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Mein Kaffee. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern noch mehr Leute vermisst? Ja, aber seitdem der Cauldron Lake eingezäunt wurde, wurden es weniger. Lassen Sie mich raten. 2010 gab es am meisten Vermisstenmeldungen. Dann wurde der Zaun gebaut. Ja, genau so war es. Schweinerei. So. Oh, hier ist aber ich kann es einfach nicht glauben. Mir ist immer noch flau im Magen. Iss ein Stück Kuchen, Ed. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Das sind die Bookers? Okay, ich schaue mich trotzdem erstmal kurz ein bisschen um, ne? So. Hallo, guten Tag, hallo. Guten Tag. Okay, wir können nur mit den Bookers reden, schade. Genau. Hallo. Deshalb hasse ich Kleinstädte. Beruhig dich, Ed. Du weißt, wie empfindlich Landbewohner sein können. Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien, Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? Okay, warum waren Sie am Cauldron Lake? Ich meine, zum Spazieren? Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Hm. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Okay, dann
Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Seine Augen. Euch für die sympathisch. Warum? Ich habe eine Frage. Warum ist das in letzter Zeit in Übersetzungen so, bei Spielen, aber auch bei Serien und so, dass man sich sofort duzt? Gerade bei so offiziellen Ermittlungen. Ich weiß, wie es euch geht, aber ich finde, das nimmt es irgendwie raus. Da geht die Immersion so ein bisschen kaputt, sodass man sich sofort duzt. Ey, du. Weißt du? Das war früher nicht so. Weil you kann ja du und sie heißen. Das kam immer auf die deutsche Übersetzung drauf an, aber in letzter Zeit sind deutsche Übersetzungen immer so auf hey Kumpel, hey Buddy, so. Und wir sind aber offizieller Ermittler, wir müssen ja gerade ermitteln. Wir duzen jetzt nicht, das sind nicht unsere Freunde. Ja, warum glauben Sie, dass es ein Kult war? Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, Sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Meine Instinkte schlagen aus. Ich mache Profiling über die Frau. Ich weiß jetzt alles über sie. Was sie am liebsten isst, was sie am liebsten trinkt, in welcher Position sie am liebsten uriniert. Ich weiß alles über die Frau, ihre vermurkste Kindheit, ihre schlechten Schulnoten, wie sie sich vergeblich auf mehrere Ausbildungsplätze beworben hat, aber nie genommen wurde. Und deswegen ist sie am Ende Schriftstellerin geworden, aber keine besonders erfolgreiche. Sie hat nur 3 Verkäufe bei Amazon, 2 davon waren von ihrer Mutter. Ich weiß alles über diese Frau. Okay. Der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind 2 Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Hä? Ich meine, es ist, wir sind ja gerade im Buch. Klar, da kann man ein bisschen übertreiben und so. Wir haben mitbekommen, dass sie was gefunden hat. Etwas Gefu, Punkt, Punkt, Punkt. Aber wieso weiß sie jetzt genau, was das ist? Das ist weird. Okay, der Cauldron Lake. Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. Der See führt also quasi in ein, nicht unbedingt in ein Spiegeluniversum, sondern der See führt quasi in die Anderswelt, in die, vielleicht in die Realität, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist das die Schnittstelle. Ah, ich glaube, du hast was gefunden. Wow. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay, wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Okay. Hab dir gesagt, du sollst es nicht behalten. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh Gott. Saga? Rose? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Das ist doch Rose. Ich dachte, nach dem, was ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern.
Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen. Woher soll sie es denn sonst wissen? Sie kennt ihren Namen, sie kennt ihre Tochter. Schön, Sie zu sehen. So. Das mit Rose war natürlich reines Profiling, ne? Ich hoffe, ihr habt's gemerkt. So, die Bookers haben wir, Nightingale haben wir, okay. Dann gehen wir wieder ganz kurz mal eben an die Falltafel. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Ich dachte, wir hätten wieder neue Sachen für den Gedankenraum. Besuche die Polizeiwache. Okay, wir haben nichts hier gerade. Aber Manuskriptseiten. Oh, mal. Zertifikat. Das guck mal gerade angucken. Warte, es geht nur aus einem bestimmten Winkel. Der Fall des Mile High Stranglers. Darauf bin ich stolz. Urkunde für besondere Verdienste an Agent Sager Anderson. Am 8.8.2019 von Supervisor Special Agent Stacy Merrow. Ja, die Untertitel sind manchmal leider ein bisschen off. Die sind manchmal... Da! Ah, das Radio. Können wir jetzt den Song hören? Den Wetterbericht und den nationalen Albtraum Schmutz. Das haben die einfach übersetzt. Den Bandnamen und den Trackname haben die übersetzt. Nationaler Albtraum Schmutz. Schön. Aber das Gute ist, wir können die Sachen anhören. Das ist voll geil. So, okay, Gedankenraum verlassen. Ich gehe mal wieder raus. Der Soundtrack ist aber geil. Okay, bei Profiling haben wir nichts Neues. Da vorne haben wir nichts Neues. Das ist auch nichts Neues. Waffenverbesserung, wir haben nur 5 Schnipsel. Das bringt auch nichts. Was ist das hier? Wild Valley. Single Pot Still. Okay. Ist aber ein Gesöff. Na gut. Gut, dann gehe ich wieder raus. Und wir müssen... Kann man denn mal mit ihr reden eigentlich? Ja, okay. Rose, helfen Sie mir auf die Sprünge. Was glauben Sie, woher wir uns kennen? Wir kennen uns hier doch alle. Es ist schon eine Weile her, aber ich vergesse nie ein Gesicht. Oder eine Kaffeebestellung. Ich habe wohl eins dieser Gesichter. Haben Sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gesehen? Verdächtige in Hirschmasken vielleicht? Nein. Aber beim Hirschfest werden sich schon bald viele Menschen mit Hirschmasken amüsieren. Praktisch jeder wird eine tragen. Gut zu wissen. Ganz kurz, das Spiel hat einen leichten Gelbstich, weil hier gerade die Sonne wohl untergeht. Ich habe gerade mal geguckt schon. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe versucht den, wir haben einen Filter drin. Wieso bist du so ruhig? Leichen aber der macht nichts Job. Gelb. Es halt würde ohne Filter so drauf aussehen. Und das sieht nicht so aus wie bei mir, ehrlich gesagt. Also der Gelbstich ist drin, ja. Bei euch sieht es ein bisschen anders aus.
Warum es so gelb ist, weiß ich nicht. Ich will aber keine Farbtonverschiebung anmachen. Alan Wake 2, lang ist's her. Ja, kam heute raus. Sehr lange her. Okay. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Die waren's. Die gehören dazu zum Hirschkult. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hat ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Die haben noch hinterher über uns geredet da, ne? Als wir weggegangen sind. Ist ganz cool. Hey, Boss. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Das ist das Sheriff-Büro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Schönen Tag noch. So, das letzte Mal war ich hier als Robocop. Ich muss mich mal ein bisschen umgucken. Was haben wir denn hier? Staying alive is the coolest fashion statement. Was? Wear a life jacket. Okay, self-defense courses. Happy Harvest, kennen wir schon beim Deerfest. For sale, coffee cup mascot costume. Nein, danke schön. Ich möchte wirklich nicht als Kaffeebecher gehen. Agent? Na, störe ich gerade? Ich wollte nur eine Ehrenrunde gehen. Wie Sie wissen, werden die Ermittlungen von behördlichen Agenten durchgeführt. Sheriff Breaker möchte volle Kooperation. Aye, aye, ma'am. Ich meine das ernst, Nelson. Okay. Schönes Gespräch. Was ist hier los? Ich schaue mich noch mal ein bisschen um, ne? Wir gehen gleich rein. Ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Jap, jap. Bin nur hier, um mein Bußgeld zu bezahlen. Wann immer Sie bereit sind, mir mein Geld abzunehmen. Jap, jap. Okay. Wo geht's hier hin? Temposünder gibt es hier scheinbar nicht. Sir, einen Moment Geduld, bitte. So, ein... Den sehe ich aber mit einer Hirschmaske im Wald. Sehe ich einfach. Also der Spiegel, ich bin ehrlich, der Spiegel ist sauber genug. Wobei, der Spiegel, der Schwamm im Spiegel ist seltsam weit entfernt. Als wäre da noch ein Abstand zwischen. Ich glaube, sein Spiegelbild ist gar nicht sein Spiegelbild, sondern nur jemand, der so tut, als wäre er sein Spiegelbild. Das ist eigentlich nur ein Fenster und dahinter steht sein Zwillingsbruder und macht auch so die ganze Zeit. Und die tun so, als wäre der Spiegel sauber. Ich glaube, hier, FBI-Brain wieder. Und wenn ich mir das Waschbecken so angucke, müsste der, und auch die Fliesen, der müsste ganz woanders wischen, außer an diesem Spiegel. Ja, was haben wir denn hier? Ich weiß, dass einer von euch das Toilettenpapier klaut. Ich habe nachgezählt und jeden Tag fehlt eine ganze Rolle aus dem Lager. Diebstahl wird hier sehr ernst genommen. Das ist eine Polizeiwache, verdammt nochmal. Irgendwann werde ich dich auf frischer Tat ertappen. Und dann fliegst du heraus. Das verspreche ich dir. Was für eine Schande du bist. For Pete's sake steht da. Welcher Spinner zählt denn Toilettenpapierrollen? Das klingt, als ob sie zu viel Zeit hätten, mein Freund. Schön. So, okay. Und hier? Oh, da geht's sogar rein. So, na ihr Knastis. Entschuldigen, eingelocht.
Was ist denn los, mein Freund? Das ist doch Creepypasta Punch. Die späten Jahre. Ich hab nichts getan. Die späten Jahre einfach. Diese verfluchten Bastarde lügen. Sie glauben mir doch, oder? Ich glaube, er hat mit Gruselvideos Leuten Angst gemacht auf YouTube. Deswegen sitzt er hier auch. Naja, creepy. Sitzt mal deine Schuld ab. Das ist gruselig. Man sieht kein Gesicht, ne? Ist bestimmt jemand aus Alan Wake 1. Okay, ist auch gruselig, hat auch kein Gesicht. Bestimmt jemand aus Alan Wake 3. Da geht's nicht raus, okay. So, tschüss, tschüss Chris, ne? Mach's gut. Ich muss weitermachen. So. Alles sehr schmutzig hier. Volunteer. Donate your time, help your community. Der ist nicht mehr zu helfen. Die Community ist einfach total durch. Das ist einfach, das ist zu spät. Da ist alles zu spät. So, ich komme schon. Die macht ja gar nichts. Die tut einfach nur so, als würde die tippen. Guck mal. Die faken hier einfach Arbeit. Die machen es genau richtig. So, wer zuletzt Kaffee trinkt, macht 9. Das ist das dritte Mal in dieser Woche, dass ich zur Nachtschicht komme und kein Kaffee in der Maschine ist. Wenn ihr die letzte Tasse nehmt, dann neuen Kaffee aufsetzen. Verstehe. Dann nicht euer persönlicher Assistent. Achso, das geht, glaube ich, hier schon los, ne? Ah, hier. Da meine zahlreichen freundlichen Hinweise, keine persönlichen Pakete an die Station liefern zu lassen, ignoriert wurden, werde ich von nun an, wenn Sie es für richtig halten, etwas an die Station zu schicken, der Station mitteilen, was Sie erhalten haben. Ist es eine Gesetzeswidrigkeit? Ich kann das Wort nicht mal aussprechen. Ist es eine Gesetzeswidrigkeit, die Post eines anderen zu öffnen? Ja, das ist es. Ist es ein persönliches Vergehen, dass ich meinen Schreibtisch mit Ihren nächtlichen Impulskäufen teilen muss? Ja, ist es. Sie wurden gewarnt. PS, Officer Lightfoot, Ihr Bartöl ist abholbereit. Denn hier? Ich wusste, dass Markus Bart zu weich war, um naturbelassen zu sein. Welche Marke benutzt er, Lucy? Chat, ich sage es dir nur ungern, aber du brauchst ein Gesicht, auf dem ein Bart wachsen kann, um Bartöl wirksam einsetzen zu können. So, Erinnerung. Der Computer an der Empfangstheke und die E-Mail der Verwaltung dürfen nicht für persönliche Streitigkeiten oder andere inoffizielle Angelegenheiten genutzt werden. Und denken Sie daran, Ihre Kaffeetassen zu waschen, Admin. Drittes jährliches Gemeinschaftsgrillfest. Hallo Leute, das jährliche Event, auf das ihr alle schon sehnsüchtig gewartet habt, steht wieder an. Das Gemeindegrillfest. Ich will jetzt kein Gemecker hören, das ist eine wertvolle Gelegenheit, mit der Gemeinde in Verbindung zu treten. Statistiken zeigen, dass Polizeibeamte, die gut in die Gemeinden, in denen sie dienen, eingebunden sind, in ihren Revieren weniger Gewaltdelikte erleben, bei der Polizeiarbeit effektiver sind und sich insgesamt psychisch auch besser fühlen. Dies ist zu ihrem Nutzen. Also nehmen Sie es bitte ernst. Das von der Gemeinde gewählte Tauchbeckenopfer wird dieses Jahr, Trommelwirbel bitte, Deputy Thornton. Herzlichen Glückwunsch. Es sieht so aus, als ob alle endlich Rache für die Radarfalle auf der 12C bekommen, nicht wahr? Eine freundliche Erinnerung, dass alle, die an diesem Tag krank sind, ein schriftliches ärztliches Attest vorlegen müssen, sonst gibt es 2 Wochen Nachtschicht. Wer sich über die Zuweisung mit Antwort an alle beschwert, darf als Assistent für Officer Lightfoots Zaubertrick arbeiten, Tim. Okay. Das waren lustige Mails. Ich drücke mich ein bisschen vor dem Horror vielleicht, vor dem Horrorteil. Has your loved one gone missing? Oh. Das ist noch ein Buch. Unsolved Mysteries. Jetzt gehe ich. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Karte. Aha, Polizeiwache. Wir haben eine Karte bekommen von der Polizeiwache. Es war wichtig, deswegen war ich da drin. Ja, und hier gibt es auch spannende Themen. Oje, ich bin ein Tourist und habe mich wohl im Wald verlaufen. Hätte ich doch nur einen Reiseführer. Hier gibt es Bären. Oh nein, ein Bär. Hilfe. Braucht jemand einen Reiseführer? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours.
unvergessliche Erfahrungen zu leistbaren Preisen. Ganz genau. Ich bin Ilmo Koskela, laut Coffee World Magazin der beste Barista und Reiseführer. Und ich werde Ihnen die Tour Ihres Lebens geben. Aber Ilmo, ich hörte, die Regierung hätte den Zugang zu vielen lokalen Naturattraktionen gesperrt. Das stimmt, Jakob. Viele lokale Attraktionen wurden vor kurzem von der Regierung gesperrt. Und genau aus diesem Grund scheißt Koskela Brothers Adventure Tours auf die Regierung. Wir haben Bolzenschneider. Oh wow, du denkst einfach an alles. Und wir bringen sie überall hin. Wanderungen durch den schönen Elderwood Nationalpark. Angeln im kristallklaren Wasser beim Damm von Bright Falls. Vogelbeobachtungen am Mirror Peak. Die Tour Ihres Lebens ist nur einen Anruf entfernt. Buchen Sie jetzt und erhalten Sie einen Rabatt von 9% auf Odeer Diner Thermosflaschen. Voll geil, ganz ehrlich, ich bin dabei. Und deswegen scheiß bla auf die Regierung. Oh, wie schön. Das war sehr geil. Oh, ein alter PC. Oh, was ist denn mit der Schublade? Mystisch. Alter PC mit CD-ROM und 3,5 Laufwerk. Ich bin übrigens sehr stark, wollte ich nur sagen, ne? So. Okay, hier geht's nicht durch. Oh, Entschuldigung. Oh, wollte ich nicht stören. So. Das war sehr, sehr cool. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut, Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. So. Oh, ist das düster hier. Sieht auch cool aus. Leichenhallen muntern mich irgendwie immer auf. Was? Ich sehe das anders. Er macht Witze. Warten die wieder auf mich? Die warten wieder auf mich. Ich bin gleich wieder da. Halskette des Kultes, okay. Nö. Ich schaue mich nochmal ganz kurz eben um. Aha. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Ja, gib dir mal Mühe. Oh, warte mal. Das geht mit bloßen Händen auf. Was haben wir denn da? Aha. Aha. Wir klauen Munition bei der Polizei, aber es ist ja auch für einen guten Zweck. Was ist das da? Nichts. Okay, da kommen wir nicht rein. Ach, die haben ja auch wieder so ein... Okay, die haben ein Schloss. Wir brauchen einen Schlüssel dafür. So. Ja, wir haben leider keinen Bolzenschneider. Das wäre hilfreich jetzt. Was ist hier? Aha, First Aid Kit. Nehme ich gerne mit. Und hier. Oh. Ich sehe nichts, ehrlich gesagt. Okay, und hier ist nichts. Gut, weiter geht's. Ich krieg es nicht auf. Schade. Aber lohnt sich hier, ne? Lohnt sich hier mal ein bisschen rumzugucken. Wir kriegen immer Stuff. Und ich glaube, den brauchen wir später auch. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Na, okay. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Ich glaube, Grippe. Sammeln. Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Aber sie war ja das vor dem Tod unter Wasser. Sinn. Ja, sie war doch vor dem Tod unter Wasser. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Ich glaube, der war vorher auf der Suche nach Alan Wake. Die 13 Jahre, die er verschwunden ist, war er auf der Suche nach Alan Wake, würde ich vermuten. Und hier? Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Ja, entkrumpel doch mal. Was ist hier? Abwehrverletzungen. Er wehrte sich.
Okay, verstehe. Und hier noch das Herz. Darauf steht etwas geschrieben. Auf dem Herz. Ich kann es nicht erkennen. Und das haben wir vor. Ein Schriftzug. Wie haben Sie das angestellt? Mit einer Schreibmaschine? Das haben wir vorher nicht gesehen. Okay. Ach, jetzt können wir auch Fernsehen hier. Okay, das ist gut. Manuskriptseiten. Profiling brauchen wir nicht. Wir gehen mal an die... Wo ist denn die Wand? Da hinten. Karten haben wir jetzt zwei, glaube ich. Ja. Okay, Falltafel. Wir haben jetzt die Untersuchung von R. Nightingale. Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Okay. Irgendwelche Hinweise von der Leiche. Naja, wir haben ja einige. Wir haben ja hier... Achso, Unleserliches auf dem Herzen. Kann man nicht lesen? Schade. Das ist so wichtig. Haben die Mörder das aufs Herz geschrieben? Wie? Ich kann es nicht lesen. So. Achso, das muss ich glaube ich wieder... Ja, das muss wieder hier. Ritual. Ritualinschrift. Warte. Blaue Flecken, Abwehrverletzungen. Die müssten hier hinkommen. Todesursache. Ja, da kann ich auch gleich das hier hinklemmen, glaube ich. Der Brustkorb wurde aufgerissen, etwas steckt drin. Blaue Flecken, Abwehrverletzungen. Und wir haben aufgequollene Gelenke, weisen auf eine lange Zeit unter Wasser hin. So. Todesursache, Brustverletzung. Aber die Leiche ist aufgebläht und voller Wasser. Ergibt keinen Sinn. Ich glaube, er war auf der anderen Seite. Und Ritualinschrift, verschmierter Text unter der Haut, muss unter der Haut? In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Ach so, in der Brust. Ich dachte gerade. Tattoos auf Körper und Herz. Wie hatten die Mörder Zeit dafür? Ergibt keinen Sinn. Und vor allen Dingen, wer tätowiert denn ein Herz? Also ich glaube, so in 10 Jahren kommt das bestimmt in Mode, aber also heutzutage weiß ich nicht. Gut. Sonst haben wir hier nichts, ne? Wir können natürlich hier überall schauen. Ist das eine Art Tattoo? Ist es völlig verschmiert und unleserlich? Wie vermutet, sieht so aus, als was hineingelegt worden. Sieht so aus, als hätte sich Nightingale gewehrt, bevor wir ihn fesseln konnten. Okay, das haben wir schon mal. Dann holen wir mal den Zettel raus. Der ist größer als ich dachte, der Zettel. Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Ganzer Ordner voll. Nein, Moment! Sheriff? Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker! Verdammt! Casey! Seite muss man ins Licht.
Versuche im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Meine Waffe liegt im Flur. Muss sie zurückholen. Eine Lichtzuflucht stellt einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Wenn du eine Lichtzuflucht während eines Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorübergehend entleert. Also wir können nicht aus dem Licht angreifen, sonst geht das Lichtlein aus. Los! Los, aber wo ist das Flürchen? Ich laufe dir doch nicht hinterher. Raus aus meinem Haus. Raus aus meinem Haus. Mein Haus, mein Haus. Ich lege den Schalter um. Das macht kräftig. Er hat meine Waffe aus dem Zimmer geworfen. Ich muss sie finden. Ja, ist gerade ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Das geht von hier nicht auf. Oh, was? Oh, was? Ich habe mir das Taschenlampe auch hingeleuchtet. Ich dachte, es hilft. Ich wollte mir das Taschenlampe heimleuchten. So verläuft die Geschichte nicht. Okay, das muss ich aber noch ein bisschen üben. Okay, warte. Oh, Ladebildschirm. Der war aber schnell wieder da. Ich habe F gedrückt, aber die Tür ging nicht auf. Also die Tür ist verschlossen. Ich kann es gerne nochmal probieren. Ah. Der Checkpoint ist aber wild. Oh, okay. Kann ich das überspringen? Ja. Warte. So, warte. Wir gehen jetzt mal da rein. Raus aus meinem Haus. Raus aus meinem Haus. Also da rein war keine gute Idee. Da ist zwar eine Helsbox, aber die bringt uns nicht viel, wenn wir tot sind und wenn das Licht hier verschwindet. Kann er mich nicht sehen? Ja. Meine Waffe liegt im Flur. Muss sie zurückholen. So. Ah, das kann man schon. Bewegung. Jetzt. Ziele mit. Oh. Er ist verschwunden. Okay. Das ist wild. Kapitelende. Das war Alan Wake 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was für ein tolles Spiel. Okay, warte. Die Credits rollen gleich, warte. Gleich Credits. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben alles gelöst. Oh, wie cool. Warte. Voll gut. We'll be right back.
machen gleich weiter. Aber die Musik gehört dazu. Die nehmen wir auch mit. Soundtrack ist voll geil. Werde ich mir auf jeden Fall holen. Es wird Zeit, den Gronk aus Tease Channel zu entmodden. Zu entmotten. Nicht entmodden. Entmotten. Entstauben. Voll geil.